Eine neue Umbruch-SDG in FIFA 22. So langsam aber sicher neigt sich der FIFA 22-Teil dem Ende zu. Und in knapp 1,5 Monaten haben wir den nächsten Teil. Ich freue mich extrem, aber so lange haben wir noch die Umbruch-SDGs. Auf die freue ich mich auch. Heute mit Eisern Union in der Bundesliga. Man schafft es jetzt bereits das zweite Mal in Folge international. Letztes Jahr Conference League, jetzt die Europa League. Und das mit folgender Mannschaft, wie ich sie aktuell mal in Bestbesetzung aufstellen würde. Sibacö zusammen mit Becker vorne im Sturm. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Haraguchi mit Haberer und Torsby dann auf der 8, Trimmel, Baumgartl, Döki, Leite, Gieselmann und Renault hinten drin. Und ganz so viel wird nicht mehr passieren, denn darunter haben wir bereits einige Neuzugänge. Hier Leite, Döki, dann haben wir auch hier einen Torsby oder einen Haberer, vorne Sibacö. Wir haben genauso auch Lebeling, Seguin. Dann haben wir hier noch immer auch einen Jeckel, wobei der war, glaube ich, schon da. Aber hier unten geht es dann auch noch weiter mit Pantovic oder auch Skarke. Es ist einiges passiert, unter anderem aber hat man halt auch Spieler verloren, wie als Beispiel Aboni, hat dafür aber gut Kohle eingenommen, die wir nicht unbedingt zwingend reinvestieren werden. Und wenn, dann nur in einen Spieler, denn ich habe mich natürlich auch hier mal wieder anhand transfermarkt.de bei realistischen Gerüchten umgeschaut und der Einzige, der da wirklich ansatzweise noch in Frage käme, wäre Philipp Max. Ich weiß nicht, inwieweit vielleicht da das Interesse noch von Hoffenheim da ist, wobei die jetzt mit Angelino eigentlich ausgesorgt haben, aber der hat knappe 50% Wechselwahrscheinlichkeit und ist damit laut transfermarkt.de der wirklich absolut realistischste Neuzugang, den man holen kann und würde gleichzeitig auch eine große Baustelle bei uns natürlich beheben. Viel verkaufen wird auch nicht, denn der Einzige ist Van Drongelen, der ist in dem Fall hier sogar noch ausgeliehen. Wir haben die Kader also komplett angepasst, bis auf die Ausnahmen natürlich hier, was die ausgeliehenen Spieler betrifft. Haben auch, das seht ihr hier, was die Spieler bzw. Vertragslaufzeiten betrifft, allesamt auf langfristige Sicht wirklich an uns binden können. Es gibt nur eine einzige Freigabesumme, die wirklich nennenswert ist und das ist die vom Niederländer Döki, Neuzugang von Vitesse. Ich glaube sogar ablösefrei, 13 Millionen, das ist in Ordnung. Wir haben eine junge Innenverteidigung und vor allem auch in der Breite noch immer einen unglaublich starken Kader, denn wir haben Knoche, wir haben Jeckel und wir haben Kedira, die allesamt in der Innenverteidigung spielen könnten. Knoche wäre jetzt schon ein Ratingpunkt besser, ist aber der älteste und ich will auf junge Power setzen mit Leite, Döki und Baumgartl oder auch Kedira, den wir hier umtrainieren werden. Und dann hätte er eine 76. Zwei Ratingpunkte Unterschied ist schon ein bisschen, würde ich zumindest mal behaupten. Aber unterm Strich, ja, sind die Ratings nicht unbedingt passend zu dem, was Union wirklich in der Realität spielt. Denn das muss schon eigentlich individuell besser sein, aber es funktioniert halt einfach im Kollektiv hier, ja, bei den Eisernen. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Hätte ich niemals für möglich gehalten. Aber unter Urs Fischer mit dieser Mannschaft, einer überragenden Transferpolitik und einfach einem Teamgefüge, das passt ja im Kollektiv überragend. Union ist eine Macht, vor allem an der alten Försterei und das ja, stellen sie wieder mal unter Beweis. Das zweite Jahr in Folge, sonst qualifiziert man sich nicht für Europa. Für Köln Angstgegner. Ich kann es aus Kölner Sicht sagen, geile Truppe, geile Fans, Tradition. Ich liebe Eisern Union und das als neutraler Fan, ja, oder als neutraler Zuschauer, denn für mich geht natürlich nichts über den ersten FC Köln, aber Sympathie ist auf jeden Fall auch hier bei den Hauptstädtern vorhanden. Soweit so gut. Wir starten jetzt also rein. Im ersten Jahr wird nicht so ganz so viel passieren. Ich habe uns aber mal in die Europa League gepackt und habe einfach irgendwie eine random Gruppe ausgewählt. Das bedeutet, wir treffen auf Midtjylland, auf den FC Sion und zu guter Letzt auf Dundalk. Ja gut, also ich habe die Gruppe so gelassen, wie sie ist und habe nur die erste Mannschaft eben durch uns ersetzt. Ich glaube, es war Braga. Ja, eine Gruppe, die man eigentlich überstehen kann, vielleicht sogar überstehen muss. Und damit war es das, glaube ich, dann auch schon, was die Qualität und die Steigerung von den, ja, ich sag mal, Erfolgen betrifft. Denn ich glaube, ganz so viel wird nicht passieren. Weder im ersten noch im zweiten Jahr. Wir gehen wieder mal in zwei Spielzeiten. Da wisst ihr ja mittlerweile Bescheid. Im ersten Jahr international und im zweiten ist mein Ziel einfach nur, vielleicht im Pokal weiterzukommen und mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Ja, ist, glaube ich, einfacher gesagt als getan, denn wir haben natürlich brutale Qualität in der Bundesliga und im Umkehrschluss ist das Rating halt das Wichtigste und das ist hier halt, ja, ich sag mal eher im unteren Drittel, würde ich behaupten, denn wir haben nicht mal eine 75 im Kollektiv, was wiederum ganz viele andere Clubs haben. Der Einzige, der bei uns über einer 75 ist, ist Kapitän Trimmel. Der Rest ist allesamt drunter. Nur um einfach mal die Verhältnisse ein bisschen besser darstellen zu können. Ein Neuzugang soll dann doch kommen. Philipp Max, wie am Anfang schon mal so ein bisschen angekündigt, setzen wir uns ran mit PSV Eindhoven und wollen uns langsam rantasten hier an den ehemaligen Augsburger. Ja, die wollen ein bisschen mehr Geld, als ich eigentlich für ihn ursprünglich zahlen wollen würde. 14 Millionen machen wir jetzt einfach mal. Sie kommen dann schon deutlich entgegen. Wir haben ja das Geld. Viel mehr wird nicht passieren und dementsprechend treffen wir uns halt bei 16 Millionen. Ja, machen wir das Ganze fix. 16 Millionen Übereinkunft und jetzt geht's also an die Vertragsmodalitäten. Schlüsselspieler, selbstverständlich. 5 Jahre könnte vielleicht zu viel sein, aber er sagt, nee, er will zurück nach Deutschland, also ins Heimatland und möchte dementsprechend dann sich auch da langfristig hier binden. 20.000 ist zu wenig.
Och Mann, komplett verzockt. Naja, probieren wir es eine Woche später nochmal. Ein bisschen mehr Geld und diesmal klappt's dann auch in Sachen Gehalt. Kriegt er 31.000, also eine deutliche Steigerung. Muss ja auch lukrativ für ihn sein. Wir brauchen aber diesmal tatsächlich 16,9 Millionen. Also, naja, Eindhoven nimmt ein bisschen mehr ein. Es ist der einzige Deal. Viel mehr wird nicht passieren. Dementsprechend ist das uns auch, ja, eher zweitrangig. Weniger von Bedeutung. Hauptsache Max ist da. Bevor wir jetzt dann gleich in die Live-Simulation auch bereits in der Gruppenphase der Europa League gehen, haben wir zum Auftakt einen Punkt geholt gegen Leverkusen. Gewonnen in Sinsheim bei der TSG. Und dann eine Klatsche. 5-1 gegen Gladbach. Und ich glaube, das spiegelt so die Qualitätsunterschiede, zumindest in FIFA, ganz gut wider. Max ist also neuer linker Außenverteidiger. Einige Jungs haben sich auch schon verbessert. Ja, das nimmt man natürlich sehr, sehr gerne mit. Trimmel hat die Kapitänsbinde um, soll die Mannschaft durch die Liga führen und hoffentlich natürlich auch gleichbedeutend damit zum Klassenerhalt. Wir hoffen das Beste, freuen uns auf die anstehende Saison. Und natürlich legen wir vollen Fokus auf Europa. Midtjylland zu Gast also im Stadion an der alten Försterei. Und Haberer fehlt aufgrund einer Verletzung. Ich hoffe, nichts allzu Schlimmes. Wir gehen rein und holen hoffentlich die ersten Punkte und es sind direkt 3. Es ist Geraldo Becker in Minute 13 mit dem ersten und einzigen Tor in diesem Spiel und damit die ersten 3 Punkte, ich glaube sogar in der Vereinsgeschichte von Eisern Union, zumindest in der Europa League. Denn zuvor war es, meine ich, nur die Conference League, wenn mich nicht alles täuscht. Aber verbessert mich diesbezüglich gerne auch in den Kommentaren. Den nächsten Zähler gibt es beim FC Sion. Spät Grigic hier mit dem 1-1. Ich glaube, ehemaliger Stuttgarter. PFOG zuvor mit dem 1-0. Wer ist denn das? Wer ist denn PFOG? Ist das unser Stürmer? Ist es Sibatjeu? Ich habe keine Ahnung. Oder Sibatjeu, wie auch immer man den ausspricht. Wie gesagt, kein Plan. Der Mann mit der 17. Ja, könnte er sein, aber ich weiß es halt ehrlich gesagt nicht. Wir gucken mal ganz kurz hier in die Transferzentrale. Jordan Sibatjeu, er hat die 17. Warum bitte heißt der PFOG da drin? Wisst ihr es? Lasst es mich gerne wissen. Wieder ein Dreier, Torsby, Kelly, es ist PFOG und Becker, ein 3-1 bei Dundalk. Das aber war auch zu erwarten. Und damit bleiben wir jetzt, was die Hinspiele alle 3 betrifft, ungeschlagen und haben 7 Punkte auf dem Konto. Auch im Rückspiel gegen Dundalk lassen wir hier nichts anbrennen. Becker mit einem Doppelpack, keine Chance für die Gäste und ein 2-0. 10 Punkte, zweistellig, das muss doch schon reichen fürs Weiterkommen, aber im besten Fall natürlich als Gruppensieger, denn dann könnte man die Playoff-Runde überspringen. Midtjylland braucht jetzt wichtige Zähler, um noch weiter die Chance am Weiterkommen hier zu halten, denn der FC Sion ist uns ganz dicht hier auf den Fersen. Wir werden jetzt wahrscheinlich hier ein bisschen was anpassen, Seguin anstelle von Haberer, der so lange verletzt war, dass er mittlerweile qualitativ halt, ja, hinter Seguin ist. Khedira könnte zwar Innenverteidiger sein, könnten wir eigentlich auch machen. Oh, machen wir jetzt auch einfach. Ja, so leid mir es auch wirklich tut, weil Baumgartl hätte ich echt gerne in der Startelf, aber wir gehen jetzt einfach diesen Schritt. Also, auswärts also beim FC Midtjylland, das ist Dänemark und das sind keine Punkte. Es ist die Führung Wagner Love. Der, ist das der Wagner Love? Nein, oder? Und dann PFOG und wieder Wagner Love, alles in der ersten Halbzeit und damit lassen wir wichtige Punkte liegen und haben trotzdem am letzten Spieltag gegen den FC Sion die Möglichkeit, damit alles in eigener Hand auch noch zum Gruppensieg zu bringen. Sion hatte zuvor gewonnen, das Weiterkommen ist fix, aber wir könnten natürlich direkt ins Achtelfinale springen und dann einen möglichen Absteiger aus der Champions League aus dem Weg gehen. Das wäre natürlich wünschenswert. Dementsprechend heißt es hier, zu Hause Sion schlagen und wir sind Erster. Klingt leichter, als es wahrscheinlich ist. Es ist der Sieg! Yes, Mann! Torsby, Grigic, Khedira. Und damit schlagen wir Sion, haben 13 Zähler und führen die Gruppe an, sind Gruppensieger und stehen schon mal fix im Achtelfinale der Europa League. Und sind auch noch im Pokal mit dabei, zuletzt in der Liga Bochum, Freiburg, Fürth, allesamt 1-1. In der Liga heißt es somit für uns Platz 11. Das ist in Ordnung. Ich meine, der Abstieg ist noch nicht ganz raus, ja. Es sind nur 6 Punkte auf den VfB, 8 auf Hertha. Also der direkte Rivale könnte Stand jetzt runtergehen. Wir haben übrigens das Hinspiel im Derby 1-1 gespielt. Im DFB-Pokal heißt es für uns Viertelfinale gegen Hoffenheim. Und in der Europa League ist natürlich die Auslosung noch nicht da. Die Vorrunde, da sehen wir solche Kracher. Wir werden Barca vielleicht sogar hier begegnet. Sion trifft auf Sporting. Auch da sind, glaube ich, die Rollenverteidigungen ganz, ganz deutlich. Heißt also in der Gruppenphase, wir sind weiter, stehen im Achtelfinale und das sehen wir uns als nächstes direkt. Der LOS Silil steht also vor der Tür, die jetzt in der Vorsaison ja tatsächlich die Liga gewonnen hatten, daraufhin für die Champions League qualifiziert waren und dort halt nur Dritter geworden sind, dann aber in der Vorrunde erfolgreich. Jetzt warten wir. Ja, allzu große Chancen male ich mir ehrlich gesagt nicht aus, aber trotzdem wollen wir es nicht von vornherein komplett negativ sehen, denn vielleicht gibt es ja ein gutes Hinspielergebnis. Es ist Sibatjeu mit der Führung, Michel macht es dann deutlicher und dann ist es Jonathan David mit dem nur Anschlusstreffer für die Franzosen im Hinspiel. Vor voller Hütte, ich hab Bock, Stadion an der alten Försterei und Lille muss da erstmal durchkommen, aber wir wissen natürlich auch, die Auswärtssimulation, die ist so ein bisschen overpowered, also ich glaube, es sind grundsätzlich schon noch alle Möglichkeiten da. Wir gehen rein ins Spiel und wenn wir nicht verlieren,
verlieren, wären wir durch und das ist der Fall. Ja, Mann, wieder Michel nach seiner Einwechslung mit dem 1-0. Und dann war klar, zu dem Zeitpunkt, Lille bräuchte 2 Tore, um zum einen die Verlängerung natürlich zu aktivieren oder halt übrigens ja die Möglichkeit dafür zu haben und parallel natürlich auch das Hinspielergebnis zu egalisieren. Eins ist noch da, Paredes in der 87. aber nicht mehr mehr, was für uns bedeutet, wir stehen im Viertelfinale, nicht mehr mehr. Ja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall heißt es, wir überstehen das Achtelfinale gegen Lille und stehen im Viertelfinale der Europa League. Wer hätte das für möglich gehalten? Jetzt kommt mit West Ham ein weiterer Brocken. Ja, individuell wahrscheinlich nochmal ein Stück weit stärker als Lille. Egal, einfach Spaß haben, genießen und 1-1 ist gut. Becker, Bowen, auch hier haben wir wieder für das Spiel im London Stadium eigentlich die besten Voraussetzungen. Ich bin sehr gespannt, auch wenn alles auf Null gestellt ist. Ja, West Ham sicherlich auch der Favorit, haben wir vielleicht die Möglichkeit, an einem richtig guten Tag, an einem Sahnetag, das Ding in London für uns zu entscheiden. Übrigens auch hier gegen Hertha das Rückspiel im Derby 1-1 gespielt. Ja, ich denke, für uns geht's eh nicht mehr nach oben. Europa wird für uns dieses Jahr eine einmalige Sache sein, aber trotzdem nimmt man es mit. London Stadium bei West Ham. Nein, wie bitter ist das bitte? Haben wir lange mitgehalten? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich kann leider nicht nach unten. Jetzt geht's. Ah ja, okay, dauert ein bisschen. Nee, nicht wirklich. Jetzt geht's. Okay, hier haben wir dann also tatsächlich lange nichts. Dann Bowen, dann Torsby, dann geht's in die Verlängerung. Masuaku, Haraguchi, Vlasic und Leveling. Wir sind immer wieder zurückgekommen. Dreimal in Rückstand, dreimal ausgeglichen. Und das in der buchstäblich letzten Sekunde. Dann verschießt leider Max, Haraguchi, Suchek, Vlasic, Torsby und Dawson trifft dann. Und damit verlieren wir leider nach einem 4-4 in der Gesamtwertung, 4-3 im Elfmeterschießen gegen die Hammers. Glückwunsch also hier nach London. Und wir können uns trotzdem erhobenem Hauptes hier aus diesem Pokal verabschieden. Die Bundesliga-Saison beenden wir auf Platz 10 und das tatsächlich besser, als ich erwartet hatte. Hertha steigt ab neben Bielefeld, Augsburg muss in die Relegation und wir haben die ja magischen 40 Punkte tatsächlich überstiegen, wenn auch nur um einen Zähler, aber 41 Punkte, Platz 10. Nächstes Jahr vielleicht schaffen wir den einstelligen Tabellenplatz, also ich bin absolut zufrieden. Bayern wird deutscher Meister, gefolgt von Wolfsburg, Gladbach und Leverkusen. Das sind auch die Teams, die in der Champions League nächstes Jahr spielen. Ja, Dortmund und Hoffenheim Euroleague, Frankfurt in der Conference League. Im DFB-Pokal heißt der Gewinner entweder Gladbach oder Freiburg. Das ist doch mal eine sehr interessante Konstellation. Champions League Bayern oder United, was so in der Realität in 100 kalten Wintern nicht mehr passieren wird. Denn United ist ja auf dem kompletten Scheideweg, würde ich jetzt mal behaupten. Dann haben wir hier also Lissabon gegen Mailand, das Ganze in der Europa League. Und hier haben wir die Spurs gegen Gent. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Spielzeit. Es wird nicht so viel mit den Spielen natürlich passieren. Pokal vielleicht ein bisschen mehr Fokus. Aber dafür soll ein bisschen was in Sachen Neuzugängen passieren. Vielleicht nicht ganz so zu 100% realistisch, aber ich will Spieler zu uns locken, die vielleicht bei anderen Teams nicht zu 100% gesetzt sind, vielleicht auch national einzukaufen sind, also aus der Bundesliga. Gucken wir mal. Also 12-0 hier bei Renault. Vielleicht kommt aber auch eine neue Nummer 1, ich weiß es noch nicht. Trimmel ein paar direkte Torbeteiligungen. Hier auch die Jungs im Mittelfeld haben das wirklich gut gemacht. Also es funktioniert im Kollektiv. Bestes Beispiel dafür, 9-mal Michel getroffen, 16 Sibajö und Becker auch 15. Also es macht, ja, Spaß. Und es macht vor allem auch genau da weiter Eisern Union, wo sie es in der Realität zuletzt aufgehört hatten. Ja, Bedarf auf der 8, Bedarf auf der Rechtsverteidigerposition, vielleicht auch auf der 10 und im Tor. Es soll ein bisschen was passieren und ich hoffe, dass wir es auch hinbekommen. Wir sehen uns in der zweiten Spielzeit. Wir haben gut gewirtschaftet. Wir wollten ein bisschen was einkaufen, haben auch einen Profit von minus 12,25 Millionen, aber trotzdem hat es sich wirklich gelohnt, denn es ist einiges passiert und wir können damit zufrieden sein. Amiri, ja, wollte ich eigentlich holen, wird aber zu teuer. Widmer brauchen wir nicht, denn Rierson hat sich passend entwickelt und wir haben Amin Harit geholt vom FC Schalke 04 für 9,5 Millionen und Stefan Ortega von 18 Millionen hier, ja. Von der Arminia aus Bielefeld ist ein Haufen Geld, ich weiß, in der Realität zu Manchester City, aber ich habe ja hier nicht jeden einzelnen Transfer angepasst, sondern eben halt immer nur die bei dem Team, wo wir halt eben aktuell im Umbruch sind. Ich dachte, wieso nicht? Mal angenommen, er war jetzt schon ja bei City, saß nur auf der Bank und will wieder zurück, ist das, denke ich, schon durchaus denkbar. Und Dennis Geiger hatte einen auslaufenden Vertrag, war dementsprechend billig und für 13 Millionen auch zu haben. Und damit haben wir drei Profis oder, ja, Akteure einfach hier aus der Bundesliga für uns begeistern können. Das ist eine Mannschaft. Und wo wir zuvor nur den Rechtsverteidiger auf einer 75 hatten, ist jetzt der Rechtsverteidiger tatsächlich sogar in Anführungszeichen unser schwächster Spieler. Denn wir haben mittlerweile, abgesehen von Rierson und Becker, die 77 plus an Gesamtrating. Und das kann sich wirklich sehen lassen. Der Kader war riesengroß. Nach so vielen Leihspielern, die dann zurückgekommen sind, mussten wir auch einige hergeben. Kevin Möwald 3,3 Millionen. Moser 1,65. Knoche, der wollte zwingend wechseln, 6,8. Van Drongelen 2,8.
Puchatski für 3,1 und Skarke für 2,2. Wir sehen hier keinen internationalen Wettbewerb. Europa war letztes Jahr, aber die Reise war ja brutal, ja, und es hätte vielleicht sogar bis ins Halbfinale gehen können. Hier haben wir einen 3-3 gegen Wolfsburg, verlieren gegen den VfB und gewinnen dann aber gegen die Fortuna als Aufsteiger hier. Haben damit am Anfang direkt alles mal mit dabei. Der Vorstand ist zufrieden, voller Fokus auf die Liga. Natürlich auch auf den DFB-Pokal, die für uns zwei einzigen Wettbewerbe. Reicht aber auch. Wir wollen natürlich mit dem Abstieg zum einen nichts zu tun haben und im Pokal vielleicht auch so in Richtung Viertelfinale schauen. Dann wäre für mich zumindest diese SDG absolut erfolgreich und auch gelungen, wenn man das so sagen kann. Es geht nach Braunschweig ins erste Pokalspiel. Runde 2 für uns. Ja, für die Löwen ist es mittlerweile schon die zweite. Es ist also hier Michel. 46. Minute. Wir gewinnen also gegen Braunschweig, wenn auch knapp. Aber im Pokal ist das ganz egal. Weiterkommen ist weiterkommen und das ist das Einzige, was zählt. In die Volkswagen Arena heißt es jetzt hier in Runde 3 im Pokal und das könnte wahrscheinlich dann ein Kaliber zu groß sein. Aber egal, verstecken brauchen wir uns nicht. Wir haben mittlerweile auch eine beachtliche Qualität im Kader und gewinnen mit 2-0. Geraldo Becker, ja, überrascht die Wölfe in Minute 1 und in der 84. dann Leveling. Der Kampf ist Sibajö und wir gewinnen 2-0. Und stehen damit in der nächsten Runde im Pokal und haben jetzt schon offiziell alle Ziele erreicht. Vorausgesetzt natürlich auch, man hat in der Liga mit dem Abstieg nichts zu tun. Der letzte Monat war ein schwieriger Monat. Verloren gegen Leverkusen, Bayern und Dortmund. Aber zwischenzeitlich in Gladbach 5-0 gewonnen. Das war die Revanche für das zweite Spiel, glaube ich, in der ersten Saison, wo wir 5-1 verloren hatten. Jetzt also sind wir dann da auf Platz 10, haben 22 Punkte. Das ist doch okay. Ja, haben 9 Vorsprung auf den 16. Haben sogar 14 Vorsprung auf Düsseldorf auf 17. Und Fürth hat nur 6 eigene Zähler geholt. Nach oben wird schwierig, aber wir haben uns etabliert. Und das ist das Einzige, was für uns zählt. Holstein Kiel im Viertelfinale. Und das bedeutet auch, mal angenommen, wir würden da gegen die Störche weiterkommen, eventuell mit ein bisschen Losglück gegen den Sieger aus der Partie Nürnberg und Köln, dann könnte man tatsächlich sogar ins Finale kommen. Aber ich will jetzt noch nicht den Tag vorm Abend loben, denn es ist erstmal jetzt die Gegenwart, ja, noch minimal in der Zukunft, aber ihr wisst, was ich meine. Holstein Kiel, Viertelfinale, wir sehen uns beim Ergebnis. Und das auch noch zu Hause hier im Viertelfinale-Pokal gegen Holstein Kiel. Wir gehen in die Simulation, es wird ein 2-0, Sibajö, Doppelpack, aka Pfiffock und Kiel hat keine Chance. Und jetzt heißt es Halbfinale. Es kann natürlich ein absoluter Kracher werden, es könnte aber auch vielleicht nur der Gewinner aus Nürnberg gegen Köln werden. Losglück haben wir nicht unbedingt, aber es ist der BVB und jedes Team, was im Halbfinale steht, mal mindestens, muss absolut ernst genommen werden. Dementsprechend wollen wir hier reingehen mit voller Euphorie, mit voller Power und mit vollem Ergebnis. Thorsten Becker und Pedraza nur noch mit dem Anschluss. Wir schlagen auch Dortmund und die Auswärtssimulation, ja, trägt mal wieder komplett Früchte. Das seht ihr ja alleine hier anhand dieses Ergebnisses. Es ist wirklich Wahnsinn. Wir haben es geschafft und stehen mit Eisern Union im Pokalfinale. Und der Gegner steht auch mit Borussia Mönchengladbach. Zuletzt haben wir eine ganz gute Serie hingelegt, die auch jetzt weitergeht. Mal mindestens 4 Spiele ohne Niederlage. Leverkusen macht da dieser Serie jetzt einen Strich durch die Rechnung. Gegen Mainz gibt es wieder 3 Punkte. Und gegen Bochum, weiß ich nicht, vielleicht auch nochmal. Wäre gut, ist auch so. Top-Vorbereitung also für das jetzt anstehende Pokalfinale gegen Mönchengladbach. Wir gucken ganz kurz auf den Werdegang der Fohlen-Elf, denn den haben wir natürlich gar nicht mitverfolgt. In Runde 2 haben sie gewonnen, hier gegen den ersten FSV Mainz 05, dann Leverkusen geschlagen, hier gewonnen bei den Bayern, dann das Rhein-Derby gegen den FC und somit kommt dieses Finale hier zustande. International haben wir zwar nichts mitgespielt, aber es gibt ein englisches Finale der Champions League, City gegen Chelsea, Europa League haben wir hier Atletico gegen den BVB und in der Conference League Marseille gegen die TSG 1899 Hoffenheim. In der Bundesliga haben wir uns auch nochmal verbessert, yes! 9. Platz, einstelliger Tabellenplatz also damit und das ist ja dann auch nochmal eine Besserung im Vergleich zum Vorjahr, sind weit dran geblieben, also tatsächlich auch nur 6 Zähler auf Hoffenheim, 7 auf Wolfsburg, also die direkte Europa-League-Qualifikation war gar nicht so weit weg, wäre aber wahrscheinlich zu viel des Guten und zum Abschluss gucken wir jetzt noch auf die Statistik der vereinzelten Spieler hier, 9x0 bei Ortega, auch Renault hat 9 Partien gemacht, direkte Torbeteiligung, vereinzelt immer hier in den Verteidiger rein, aber es geht dann erst im Mittelfeld so richtig los, auch wieder mit einer sehr guten Aufteilung, Thorsby hier, 14 direkte Torbeteiligung, 6 Haraguchi, 12 Harit, also es funktioniert einfach. Und vorne haben wir Sibajö mit 18 eigenen Treffern. Ja, Becker, der ein bisschen abgeschlagen mit dabei ist, aber trotzdem hat es funktioniert. Im Kollektiv, ja, mein Lieblingswort, ihr wisst Bescheid. Jetzt heißt es Olympiastadion, lange Simulation. Borussia Mönchengladbach trifft auf Eisern Union. Cabrari mit der Führung für Borussia Mönchengladbach in der 31. Minute. Ein Spiel, das sich eigentlich komplett neutralisiert. Beide Teams versuchen ein bisschen was, aber oftmals ist noch einer von der Verteidigerreihe dann dazwischen. Ja, bei uns jetzt leider nicht und so. Somit, ja, sind wir halt in Rückstand. Hatten aber auch schon einen Lattenkracher und müssen eigentlich zumindest mal mit Minimum einer hundertprozentigen
in Führung gehen. Sibacı, die direkte Antwort jetzt. Jetzt belohnt sich Gladbach für eine richtig gute Phase, auch halbzeitübergreifend. Zuvor hat uns immer wieder Ortega gerettet. Sanchez aus 20 Metern haut das Ding in den Knick. Ja, und die Fohlenelf ist wieder mal in Front. Und es wird natürlich dadurch nicht einfacher für uns. Vor allem, weil der Doppelschlag gelingt. Wieder Renato Sanchez, nur eine oder zwei Minuten später. Viel zu früher Ballverlust bei uns. Ja, und dann ist halt auch das Ding drin. Und das könnte, ist vielleicht sogar jetzt auch schon die Vorentscheidung. Deckel drauf, Klimowitz, 72. Minute. Und ihr seht ja anhand der Statistik, von uns kommt gar nichts mehr. Ja, seit der 35. Minute ungefähr spielt nur noch Gladbach und belohnt sich dafür brutal. Dementsprechend springen wir jetzt dann auch zum Endergebnis. Es bleibt bei diesem 4:1. Nach unserem Tor haben wir abgeschalten. Sanchez, Klimowitz, davor Caprari. Bei uns ist es lieber chill gewesen. Ein 4:1. Aber Gladbach hat sich das dann auch irgendwo verdient. Glückwunsch natürlich zur Fohlenelf oder nach, ja, Gladbach, wie auch immer. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Damit sind wir dann auch am Ende angekommen, dieser Umbruch-STG, die trotzdem unfassbar erfolgreich war mit dem Einzug letztes Jahr im Viertelfinale der Europa League und nur im Elfmeterschießen gescheitert an einem möglichen Halbfinale. Im Pokal war es, glaube ich, auch das Viertelfinale letztes Jahr. Jetzt war es das Finale. Letztes Jahr Platz 10, jetzt Platz 9. Wir haben uns etabliert, bleiben mit Eisern Union da, haben uns verbessert, haben überragende Arbeit geleistet und können damit, ja, eigentlich ziemlich zufrieden aus der Folge, die euch hoffentlich gefallen hat. Wenn ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Ich freue mich bis zum nächsten Mal, wenn wir uns da dann wiedersehen. Haut rein, macht's gut und ciao.